Hände nicht mit der vordersten Spitze, sondern mit so viel hinten dran treffen. Und dann okay. Ist von mir aus gesehen ein guter Treffer. Und das ist ja das, was du überall auch eigentlich lehrst und sagst. Du solltest eigentlich nicht nur mit der Spitze vorne noch immer schlagen. Aber im Turnier machst du das natürlich zum Reichweite gewinnen. Aber theoretisch solltest du eigentlich auch immer deine Hände schützen können. Also, ja, weißt, schon, aber so einen leichten Streifer, wenn du jetzt keine Hände schon mit scharfen Schwertern spielst, dann machst du einfach weiter. Bei einem Kratzer, ja. Aber wenn es wirklich Deck macht. Das macht ja immer nur einen Deck, wenn es Plastik in diesen Händchen hat. Ja, es gibt verschiedene Decks, finde ich. Ja, es gibt schon so den Streifen, aber es gibt einige, die richtig tätschen. Und dort finde ich, ich habe schon manchmal mit einem Messer mir hier bis auf den Knochen gehauen und ich habe nachher weiter geschafft. Das blüht einfach wie die Sau, aber das schränkt mich überhaupt nicht ein. Okay. Also da musst du schon wirklich etwas Entscheidendes. Also wenn du mit einem Schwert, das 1,6 Kilo schwer ist. Aber dafür würdest du ja nie kommst über die ganze Länge. Oh. Ich muss selten. Es ist immer meistens ein Finger, den du verwirrst. Ja, gut. Das war meistens da vorne drauf, der vorderste oder der da. Auch wenn die Leute schauen, wie sie Verletzungen haben. Also ich habe x-mal oder, da drauf. Oder dann halt dort, ja. Aber nicht, du hast nachher nicht irgendwie alle Knöchel, die geschwollen werden, oder weißt du? Ja. Gut, das ist halt auch, weil ich Händchen habe und es tut noch abprallen. Ja, ich weiss auch nicht. Aber ich meine, da kannst du aber genauso sagen, wenn jetzt hier ein Knochen reingeschnitten wird und es geht nicht durch. Ja. Dann macht es unter Umständen auch nicht so viel. Ja. Aber das, ich finde es halt nachher schwierig. Ja, es ist schwierig, ich streite wieder. Also, gell, wo machst du die Grenzen? Ja. Das ist, je nachdem, wenn du nachher hier brechst, triffst du die Arterien. Ja. Und das ist. Ah, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, es gibt wirklich einfach keine perfekten Regeln. Ah, nein, das ist ja so. Nein. Wir haben vorhin darüber diskutiert, es soll in der Slowakei, es ist ein Right-of-Way-System. Aber dann müssen die Judges recht irgendwie rauskommen. Was ist das?